giftige Faulgase. Schade. Triffst du heute noch deinen Bekannten? Ich sag ihm, wir hätten gar noch mehr von der letzten Liefer. Unmöglich. Aber ich habe noch echte amerikanische Zigaretten. Ich kann auf französischen Handel besorgen. Kostet dich nur 3 Riesen. Damit das hin. Du bist wohl weg. As my superior liked to say, there's only one thing worse than a captured agent. A captured agent without cyanide. I had to get this pill to the third agent. Will ihn auch noch erwischen. Sturmbannführer Henkel hat sogar schon das Ritterkreuz. Das kann der sich sonst wo reinstecken. Die Spione geht. Thank you.
ich. Nur langsam habe ich die Schnauze voll. Geht dir das Patrouillieren hier unten nicht auch allmählich gegen den Strich? Vorsicht, die Wände haben manchmal Ohren. Aber doch nicht hier. Er ist schon so verrückt, freiwillig in dieser dreckigen Jauche rumzukriechen. Du zum Beispiel. So eine Scheiße. Das passiert mir nicht nochmal. Wegen 5 Minuten. Wegen dem mit der 5 Minuten. Gut aufgeräumt. Aber keine Sorge, das ist doch... Sie können ja nicht weit gekommen sein. Die erwischen ihn auf jeden Fall. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich stur stehe? Das heißt, sie nicht singen wollen. Es gibt ja solche und solche. Was wird dann eigentlich genau mit ihnen gemacht, weil er ist da? Naja, wir können ja nicht mehr wurden. Meistens geht es erstmal durch die Prügel. Dann ein paar Tage aushungern in der Dunkelzelle. Dann Gliedmaßen ausrenken oder brechen. Oder Fingernägel abziehen. Amputation, Elektroschocks, Injizieren von Erregern und so weiter. Mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Und wie? Die haben es doch nicht anders verdient. Wenn einer von denen versucht, hier durchzukommen, verpasse ich ihm selbst eine. Da kannst du dir sicher sein. Wenn du meinst, Hauptsache, sie sind hier bald aus dem Drecksloch raus. Ugh.